Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge in der Einzelmission, wo wir ein Parlament errichten müssen, also ein Monument, in dem Fall das Parlament, weil wir die Ekos gewählt haben und Wir wir haben waren das stehen Paradies geblieben. auf Erden erschaffen, mit deiner Hilfe. Genau. Indem wir Eko-Ingenieure angesiedelt haben. Ja, das ist doch schon mal ganz guter Fortschritt. So. Ich würde auch relativ zügig dann auch die Glasproduktion hier aufmachen. Haben wir hier überhaupt Flüsse? Nein, haben wir nicht. Gibt es woanders Flüsse, die man nutzen kann? Vielleicht die hier, ja. Ihre Hilfe bei dieser Angelegenheit wäre für SAAT ein echter Gewinn. Ohne dass Scanner-Einheiten das Schiff entdecken. Wenn Sie Unterstützung bedürfen, sind Sie hier richtig. Angebot und Nachfrage, nicht wahr? Ja, in der Tat. Ah, stopp. Bauzellen können wir gebrauchen. Sie benötigen etwas? Ein mustergültiger Handel. Ja, das da benötige ich. Gut, und wir können jetzt schnellere Schiffe herstellen. Jawohl, das wollte ich. Ach, schön. Übertragung der aktuellen Einsatzdaten abgeschlossen. Ja, nee, du musst nicht sein, aber können wir trotzdem machen. Müssen es schon mal annehmen. Fahrzeug fertiggestellt. Gut, was wollten wir machen? Wir wollten diese Insel für Glas besiedeln, ja? Schauen wir mal kurz. Hier sind zwei von denen, dann ist hier so eins. Ja, ich glaube, wir siedeln hier. Meine Familie fehlt mir so. Ich hatte mir gewünscht, meine Kinder aufwachsen zu sehen. Jemandem zu helfen ist ein tolles Gefühl. Probier's mal. Genau so geht's. Sehr gut. Einmal hinstellen, bitte. Registriere Energieknappheit. Kriegen wir schon die Glaspol? Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir die Produktion sofort aus dem Stegreif erbauen können. Ja, genau. Uns werden wahrscheinlich die. Ach, eine können wir tatsächlich machen. Das ist ja cool. Eine machen wir da hin und die andere auf die gegenüberliegende Seite. Und die meistens reichen ja zwei. Glasproduktion schon aus. Ich baue da drei hin. So, wahrscheinlich kriegen wir die 5 Tonnen sogar. Man muss auf alle Eventualitäten vorbereiten. Bringen wir das Von zum ihm her, Abschluss. jawohl. Jetzt haben wir direkt vor der Glasinsel unseren Trader. Jawohl, sehr schön. Also, dass Jana so gar nirgendwo zu finden ist, finde ich komisch. Ich gehe nochmal auf die Suche. Vielleicht ist sie in einem dieser breiteren unentdeckten Gebiete, wie zum Beispiel hier. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, gut. So, der Herr Kollege will von uns eine Quest. Okay, was geht denn hier ab? Ach du Heilige. Was ist da los? Okay, da müssen wir sehr vorsichtig sein, weil ich weiß nicht, ob der Auftrag jetzt schon aktiv ist. Oje. Bei diesem Auftrag bin ich auf Ihre Mitwirkung angewiesen. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Wohin soll das? Ja, Warten klar. Sie eventuell. Zu dem Schiff, okay. Na, kriegen wir es hin? Komm, mach noch schneller. Beeilung! Wir haben nur ein. Oh oh, oh oh. Hallo, bitte kurz. Ach gut, zum Glück sind die Unterseeschiffe nur für U-Boote. Damit man es nicht. Ah!
Das war knapp. Aber wir haben es geschafft, wie sie jetzt alle abziehen. Oh, das ist funny. Sie wünschen? Das ist sehr funny. Sie wünschen? Oh, falls wir Carbon brauchen, das ist tatsächlich ganz gut, da schon mal. Kommen Sie vorbei, wenn Sie wieder etwas benötigen. 40 Tonnen können wir auch brauchen. Ich weiß nicht, ob man fürs Fundament nicht vielleicht Carbon braucht, da bin ich mir unsicher. So, ich lasse euch mal aufsteigen hier. Und dann mal die nächsten. Gut. Was können wir jetzt bauen? Pasta können wir jetzt bauen. Sehr schön. Das Schiff ist auf Route. Ja, komm, noch ein Cargo-Liner. Schauen wir mal, ab wie viel... Wahrscheinlich können wir ja erst ab 5000 Einwohnern... Ach, das Monument bauen, das wird sehr lange dauern. Und Pasta war... Und wo nochmal Pasta war? Auf dieser Insel, ne? Beziehungsweise hier war... Ah ja. Hier wird das Weizen sein. Und hier extra Obst für Pasta. Und dann machen wir auch die Pasta-Produktion hier hin. Das heißt, hier machen wir Teigwaren. Ja, hier machen wir Teigwaren und dann auf der Gemüseinsel machen wir die... ...25 Tonnen Glas, sehr schön. Jemand Interesse an einem guten Geschäft? Eher nicht. Aha, unser erstes Feuer. So, hier gibt's auch nochmal theoretisch Weizen und hier auch Weizen. Ah, noch eine kleine Insel. Okay, es sind sehr, sehr kleine Inseln insgesamt. Ich sehe, wo die die erwartete Herausforderung ist in dieser Mission. Okay, Jana ist uns bisher immer noch nicht begegnet. Ich fahre jetzt mal gezielt in diese kleineren Gebiete rein. Oder ich bin dumm und sie existiert bereits auf der Minimap. Also da hätte sie sich ja vorgestellt. Und das hat sie bisher nicht. Bisher war sie noch nicht so höflich. Ja, vielleicht, also vielleicht packe ich das Kongresszentrum hier hin, ja? Weg. Also, dass die schön hier alle im Einflussbereich. Entschuldigung. Des Kongresszentrums sind. Dann kann ich die hier hinbauen. So, hier kommt's hin. Gut, gut. Nirgendwo auf der Welt ist es schöner als hier. Ach so, ja, Feuerwehr, ne? Da war ja was. Gut. Darum wird sich hoffentlich gekümmert. Oh, das war aber alle Brände gelöscht. Auf des Messers Schneide, ja. So.
eine Entscheidung. Sie werden finden, was Sie brauchen. Was brauchen wir? Ach, schau mal. Jana, wo warst du denn? Da unten war sie. Jetzt. Und sie hat natürlich Glas, das ist perfekt. Bescheid, wenn du was gefunden hast. Holz und Glas, genau das, was wir brauchen. Abgemacht. Gut, Teigwaren müssen dann geliefert werden. Von hier nach hier. Das heißt, wir machen zwei Routen. Neue Handelsroute. Okay, das war offensichtlich die PDAs. Das hier wird Teigwaren. Hallo. Teigwaren. Die gehen von hier nach... Ja, jawohl. Einsammeln. Sammelt. Und dann wird eine weitere Handelsroute erstellt. Und dann machen wir gleich schon mal eine fünfte und die heißt Bewdrinks. Dann kann ich nämlich versuchen, jetzt in dieser Folge die Executives angesiedelt zu bekommen. Ja. Okay. Das reicht wieder nicht. Genau, zwei Holz fehlen. Sehr schön. Und dann können wir auch schon sehen, wie viele Executives wir brauchen, um das Monument zu errichten dann. Gut, hier müssen wir rüber zum Glas. Und dann können wir hier die Getreidefelder starten. Da muss ich auch kurz mal nachgucken. Weizenfarm, Weizenfarm. Jawohl. Ja, das war nämlich das. Der Route mitnehmen. Vielleicht könnten wir es auch so machen. Eine Dreifachroute. Nee, trotzdem zwei Routen. Okay. Gut. Schauen wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Als Pasta-Produktion. Gerade nicht sicher. Okay. Platzieren, platzieren, platzieren. Ich glaube, so passt's, ja. Ich habe schon wieder verkackt. Dreh dich, jawohl. Oh, das passt auch gerade so hin. Haha. Kante auf Kante. So.
das ist schon mal eine. Kann man hier jetzt die... Na? Ich glaube, ich krieg's nicht hin, alle vier hier mit einzubinden. Beziehungsweise gibt es hier überhaupt vier? Ah ja, doch, natürlich. Ah ja, dann geht's aber. Ah, hier bitte upgraden. Und einmal. Registriere Energieknappheit. Dekra platzieren. Registriere Verschlechterung der Ökobilanz. Genau, weil wir zwei haben, jetzt erstmal die zwei jeweils. Die auf die beiden passen und dann müssen wir entsprechend ja, Gemüse liefern auf diese Insel, ja. So. Bist geschäftlich hier, hm? Möglich. So, was fehlt hier? Hier fehlt alles. Sozusagen. Ist ein echter Gewinn für die Eden Initiative. Aha. Das habe ich noch vergessen. Sehr schön. Ja, genau. Und die können die wir hier Eden einfach nochmal 1, 2, 3, 4, 5 mal platzieren ungefähr, wenn wir geschickt sind. Zwei Ingenieure in Destiny zu finden. Nummer 1. Wo ist der andere Kollege? War der nicht gerade noch direkt neben ihm? Fast direkt. Glas mitnehmen. Das Holz brauchen die auch nicht mehr. Achtung, Produktionsfähigkeit. Wie sieht's hier aus? Ja, ich glaube, die Gemüsefarm, die kriegen wir da noch ran. Genau, und das Gemüse, das überschüssig hier wird, wird einfach hier rüber transportiert. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Zwei von denen, wie viele? Also hier. Zwei Pasta-Produktionen brauchten, glaube ich, vier Gemüsefarmen. Bin mir aber nicht sicher. Produktionsverhältnisse. Pasta. Oh, drei Weizenfarmen, eine Teigwarenfabrik. Das heißt, die Teigwarenfabrik ist sehr, sehr schnell unterwegs. Und auf zwei Pasta-Produktionen zwei Gemüsefarmen. Das heißt, es reichen sogar schon zwei. Gut. Da machen wir einfach hier ein paar mehr hin. Und zwar bitte auf diese Insel. Das auf sehr, sehr einfache Art und Weise. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Stellen da 4 hin und bauen eine Route. Ich wusste nicht, dass Gemüse so wenig gebraucht wird. Also man braucht für die Pasta-Produktion tatsächlich nur zwei Gemüse, drei Weizen, eine Teigwaren und eine Pasta in zwei Pasta in Produktion. Ein bisschen weirdes Verhältnis, aber kann ich mitleben. So, Pasta, Biokost. Genau, und von hier nach hier geht dann... Ach nee, das ist die falsche Route. Neue Handelsroute. Gemüse. Das geht von hier nach hier. Sammelt das Zeug hier ein. Liefert es hier runter und dann brauchen wir bei der Pasta-Produktion die Route von hier nach hier.
jetzt ausgeladen. Okay, Orion, du kommst auf die Gemüseroute. Und die andere große Route, die braucht natürlich auch einen Cargoliner. Ah, Pionier ist da schon vorhanden. Jawohl. Und Pionier steht hier, ja? Okay, gut. Damit sind alle Schiffe ausgelastet. Gut, so viel Glas brauchen wir hier, glaube ich, gar nicht. Boah. Genau, können wir auf die Hauptinsel mitnehmen. So, wie sieht's hier aus? Hier können wir einen weiteren Block aufsteigen lassen. Fehlt uns mal wieder Holz. Hallo, bitte Holz, dankeschön. Wie sieht's aus? Haben wir bald die Bio-Drinks? Ja, haben wir. Oh. Entschuldigung. Oh, da ist noch einer, den ich vernachlässigt habe. Fahrzeug fertiggestellt. Produzier mal Holz, Kollege, komm. Sei geschwind. Mich wundert das, dass unsere Produktion alle noch so gut laufen. Aha, Fisch. Fisch hat sich so langsam verabschiedet. Aber nichts gesagt. Still und heimlich. So. Holz einkaufen, weil das geht mir zu langsam. Unser Geld ist immer noch super, hält sich stabil. Wir haben sogar relativ gute Bilanz dadurch, dass wir im Einklang. Was kann es Besseres geben? Mittlerweile mehr Produktion haben. Aha, und die... Okay, Bio-Drinks verlangen sie zwar schon, aber das Gebäude ist noch nicht freigeschaltet. Das ist höchst spannend. Habe ich auch so einen Cheap noch nicht gesehen. Genau, 1200 Eco-Ingenieure. Achso, ja. Die brauchen dann natürlich offensichtlich hier auch das hier. Okay, 5 Tonnen Holz. So, das Glas für das Kongresshaus sollte jetzt da sein. 25, ne? Jawohl. Ich zähle auf dich. Also na, was gibt's? Oh je. Eden Initiative handelt immer fair. Okay, warum produziert ihr so langsam? Wegen der Ökobilanz wahrscheinlich, ne? Registriere Verbesserung der Ökobilanz. So, bauen wir mal ein bisschen was hin. Fruchtbarkeit. Werte steigen. Genau, und Fisch war am Abkratzen. So, upgraden. Und Theba auch am Abkratzen, aber Theba nur am Abkratzen, glaube ich, weil die Ökobilanz so schlecht war. So, Biokost, ich bin mir nicht ganz sicher. Achso, ja, okay. Wir haben gerade das Lager erweitert, deswegen sind die natürlich ein bisschen nach unten gedroppt. Auch eigentlich schon längst machen können, ne? Hier die Erweiterung. Gebäude zum Bau bereit. So, Städteerweiterung bitte, dankeschön. So, genau, jetzt können wir auch die Biodrinks herstellen. Und die kann man aber hier machen. Dafür haben wir genug Platz. Da kann ich eigentlich gleich mitnehmen, ja?
Von Bio bis GreenTech, alles da. Die Organisation dankt. Achso, ja, Werkzeug hätten wir nicht mitnehmen müssen. Aber Bauzellen definitiv. So. Ja, gehen wir zu Rufus Thorn. Ich habe sofort Zeit für Sie. Genau, der hat hier ordentlich. Er hat sofort Zeit für mich sogar. Wow. Fühl ich mich erwähnt. Sind Sie angemeldet? 20, okay. Nein, bin ich nicht. Ich komme trotzdem vorbei. Deal with it. Kann man den hier schon herstellen? Okay. Ich glaube, ich verspüre eine gewisse Dringlichkeit, die Holzproduktion hier zu erweitern, aber bitte in die Richtung. Sehr gut. Wollen wir so ein Ding hinklatschen? Geht das hier? Ja, geht. Ich glaube, so sieht es schön aus. Ja, definitiv. Ja, gut, da drüben können wir es lassen. Bäume reinsetzen. Straße bitte. Oh, Dekorationen lassen sich hier nicht kopieren. Das ist ja cool. So, dann haben wir ein bisschen was Organisches in der Stadt. Mehr oder weniger. Müssen wir schauen, ob dieser Bereich reicht für das Kongresszentrum. Können wir aber sowieso noch nicht bauen. Was auch Sinn macht. In den News sagen sie, immer mehr Menschen wählen den grünen Weg. Hoffentlich stimmt das. So. Warum soll es denn nicht stimmen, ist die Frage. Man könnte auch theoretisch da oben das machen, sodass sich das überschneidet mit den... Ach, ist egal. Geht sowieso ein bisschen im Clusterverkehr. Ihre Forschung ist doch nicht etwa ins Stocken geraten. Ich muss mich dann wieder organisieren. Nichts anfassen! Ja, ja, alles steril hier. Du mich auch. Die Firma hat immer ein gewisses Waren. Vor Sie Ort? Können jederzeit mehr SAAT-Equipment erwerben. Es so, die bekommen jetzt Faster, oder? Im Grunde dürfen wir uns nicht beklagen. Jawohl. Gut, also das heißt, was mit der Pasta funktioniert. Teigwarenfabriken arbeiten ein bisschen langsam. Das finde ich nicht so gut, aber ich kenne das. Ich kenne den Grund. Kann man das da einsetzen? Huch. Ja. Genau, einmal hier hin. So eins hier hin.
So, hier geht es ja nicht darum, dass die verbunden sind miteinander. No, passt genauso nicht hin. Schade, ist egal. Können wir mitleben. Damit kann ich leben. So, noch ein bisschen die Bilanz verbessern, damit sie mehr produzieren. Jawohl, und dann sollten die Teigwarenfabriken hier auch glücklicher sein. Ja, 100% ist sehr schön. Und dann ist der Platz hier auch ein bisschen besser genutzt. Und man kann theoretisch jetzt einfach nochmal so eine hinklatschen. Mache ich auch gleich einfach so. Mit Gemüse bekommen wir sowieso genug rein, soweit ich weiß. Ja, genau, 47. Dass wir Biokost noch nicht upgraden müssten. Absolut spannend. Faszinierend. Faszination Erde. Gut. Oh, Fisch. Ha. Okay, die zwei Fische haben scheinbar nicht gereicht. Dann schaffe ich mal dafür Abhilfe. Vier Fische sollten jetzt so reichen, nochmal zusätzlich. Weil natürlich nicht, dass die Leute nicht aufsteigen. Seamus Green spricht im Fernsehen. Sagt, unser Einsatz ermögliche unseren Enkeln ein besseres Leben. Ich glaube ihn. Aha, ist das so? Oh, hier habe ich ganz vergessen Glas. Kann ich auch mit der Zeit verkaufen, ne? Schätze ich mal. Ja, so, wenn ich es mal wieder vergesse. 55 Tonnen Glas, bitte. Hopp, hopp. So, erstmal abholen. Jawohl. Hier sind die Instruktionen. Interesse? Nö, nicht wirklich. Abbrechen. Das war ja. So, ja, wunderbar. In den News sagen sie, immer mehr Menschen wählen den grünen Weg. Hoffentlich stimmt das. Eieiei. Da werden sie krank. Muss doch nicht krank werden. Ja. Stellen wir den Krankenhaus hier hin. Ups. Ja, also wegwerfen wollte ich das jetzt auch nicht. Komm an. So, ein bisschen mehr Strom. Achtung, Bevölkerung verlässt die Stadt. Jo. Mensch und Natur im Einklang. Was kann es Besseres geben? Okay, Tee geht tatsächlich sehr stark zur Neige mittlerweile. Bei diesem Auftrag bin ich auf Ihre Mitwirkung angewiesen. Ein Schiff zu kapern. Schmerzlicher Rückschlag. Bin ich so der Kriegsmensch. I'm sorry. Not gonna do that. Na, du bist mir ja eine große Hilfe. Ups.
So, ich glaube, diese T-Erweiterung sollte jetzt aber auch reichen. Die Kooperative ist dermaßen gewachsen. Hast eigentlich recht. Ein Stück unberührte Natur ist mehr wert. Zeit totschlagen kann ich woanders auch. Ich auch. So. Also hier wunderschön 5 Felder. Dann hier einmal Milch. Und einmal Kuh. Das heißt, das sollte reichen. Sogar mehr als ausreichend. Ah ja, hier kriege ich sowieso nur eins. Das heißt, wie das steht, ist im Endeffekt nicht so wichtig. So, Holz fehlt, Glas fehlt, eigentlich fehlt alles. Davon nehme ich mal ganz viel mit. Jawohl. So, dann stelle ich hier mal 1, 2, 3 von denen hin. Zusammen mit Obst. Und wenn wir Executives haben, dann beende ich erstmal die Folge. Hui, was ist da los? Tja dann. Tja dann. Ja, was ist denn? Herr Kollege, möchten Sie bitte mal aufsteigen? Er hat heute keine Lust. Kann ich natürlich absolut nachvollziehen. Nicht. Mal. Seamus Green spricht im Fernsehen. Seamus. Sagt, unser Einsatz ermögliche unseren Enkeln ein besseres Leben. So. Ich glaube ihm. Wir hatten das Limit erreicht, tatsächlich. Och, ein Träumchen. Achtung, Produktionsstillstand. Ein Träumchen, dieses Kongresszentrum. Höher, schneller, weiter. Wohin soll das führen? Zum Erfolg, Tilda. Ich weiß, das kennst du nicht. Mal kurz schauen, wie meine Beziehung ist. Hast du es eilig? Besuch? Das ungewöhnlich. So, also Diplomatie hat ja hier im Spiel nicht so viel zu sagen, nenne ich es mal. Also wie gut der Ruf ist. Green will, dass ich jemand... Und hier das Sandjahr. Na? Schon einheitlich bauen. Einfach schön, wenn man sowas hin platzieren kann. 1, 2, 3, 4, 5. So, nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Nach oben sind es 5 Felder. Dann nochmal 3 Felder für die Kühe. Dann das und das sollte eigentlich passen. Der Ökobilanz. Nose.
Oh, wowzers. So. Verkackt. Registriere Verbesserung der Ökobilanz. Jetzt kommt gleich nochmal Verschlechterung. Nö. So, die vier werden auch wahrscheinlich erstmal reichen. Gut, es fehlt Glas und Werkzeuge und Bauzellen. Warum schmeiße ich die Sachen eigentlich über Bord? Ach so, ein Glas müssen wir natürlich hier. Fahrzeug fertiggestellt. Ist mal wieder. Ah, sie kauft tatsächlich Glas hier ein, ja? Sehr schön. Das ist doch schön. Dann machen wir hier noch Obst drauf. Dann produzieren die auch. Und das Schiff heißt Rainbow. Das wird dann auf die Biodrinks-Route angesetzt. Bin mir gerade nicht sicher, ob wir das falsche Konto haben. So, einmal. Ja, Biodrinks nach da. Gut. Und die Rainbow. Hallo. Jawohl. Sehr schön. Vorbei verschippern. Ist besser. Gut. Ja, die können wir alle aufsteigen lassen. Ums Kongresszentrum herum. Warnung. Produktion gestartet. So, und dann geben wir denen mal. Genau, Salt macht neu, dann verbrauchen die weniger Kommunikatoren. Das ist nämlich ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nur nervig. T ist jetzt wieder hochgegangen, sehr schön. Pasta ist stabil. Okay, Pasta ist stabil, aber nur. Wir haben drei Produktionen. Oh, die laufen voll. Ist hier. Nee, okay. Das funktioniert alles so, wie es soll. Genau, das ist schon mal ganz gut, dass wir das hier haben. Dann können wir direkt erweitern. Oh, nach Bedarf. Belieben und Bedarf. So, jetzt schaue ich mal kurz mal, wie die Felder für die Obstplantagen sind. Obst, Obst, Obst. Okay, Obst hat so... Oh je. Obst hat ganz böse Felder.